Jo, und damit sage ich hallo, herzlich willkommen, ich laufe mal weiter, während ich euch begrüße zu The Witcher 3. Mein Name ist Franconia, kennst dich aus? Kennst dich aus, haben wir gesagt, hier ist Plätze und wir werden nochmal Folgendes machen. Denn ich möchte mich doch nochmal hier ein bisschen umgucken. Und zwar möchte ich da nach oben. Beziehungsweise ich habe hier, glaube ich, noch nicht so gut geblutet. Da ist nämlich einer auf. Ah, schau einen an. Nee, den können wir so machen. Jo! Alter, das ist so übelst krass. Ey. Das ist so... Ach. Ich glaube, wir sind am falschen Ort, liebe Freunde. Denn das kann jetzt wieder ein bisschen dauern hier. Plötzlich, du bleibst hier, ich komme dann gleich wieder. Denn ich möchte nochmal da reingehen, in die Höhle und nach oben gehen. Denn ich weiß nicht, ich habe so irgendwie ein doofes Gefühl, ich möchte nämlich nochmal da nach oben. Keine Ahnung. Ich habe echt irgendwie, ich habe natürlich... Warte mal, wir können auch von der Seite hoch. Denn ich habe, komm, wir laufen jetzt mal hier entlang. Ich habe irgendwie so ein komisches Gefühl, dass man hier, dass hier noch was sein könnte. Ich habe natürlich nicht im Internet nachgeschaut. Ich glaube, das ist mir aufgefallen, wo ich die gestrige Folge geschnitten habe. Dass hier doch das ein oder andere noch sein kann, Freunde. Ist da hinten ist zum Bleistift oder was? Aber um hier nach oben zu kommen, muss ich wohl doch hier wieder in die Höhle. Okay, ist halt jetzt Arthof, ne, dass ich. Aber können wir hier nochmal? Dass wir hier nochmal schauen, dass da was ist? Mal gucken, keine Ahnung, das kommt mir alles so verdächtig vor. Hier auch dieser Graben, der ich vermute mal irgendwie mal ein kleiner Bach gewesen sein könnte. Deswegen laufen wir mal hier nach oben, hat er gemeint. Beziehungsweise, falls es geht, ne? Ich weiß es nicht, ich kann es euch nicht sagen. Ich habe echt ein Gefühl irgendwie, dass es hier noch was gibt. Kann natürlich auch sein, dass ich mich irre, ne? So, ich meine. Aber das kommt mir alles so komisch. Ah, schönes Sonnenuntergang. Yo! Alter, so cool, ey, ohne Witz. Los geht's. Was? Ich hab's Ende der Welt erreicht. Willst du mich verarschen? Ich lauf doch wieder zurück. Da ist ein Wiffer. Wieso ist da ein Wiffer? Dieses Silberbasilisk. Sorry, Freunde, das möchte ich jetzt doch noch mal. Ist das dieses Silber? Ach, dieser Gestank. Ist das der?
tatsächlich. Alter Schwede. Wie ist ein Schleimling, oder? Fuck. Wow. Hat er sich jetzt beruhigt? Der Kollege, hat er sich jetzt beruhigt? Alter Schwede. Erstmal hier wirklich die Lage checken. Vibriert hier wieder was? Nein! Alter, was ist das schon wieder hier für eine Folge, du, ey? Tirnalia, Trank aus Tirnalia, hat er gemeint. Was mir meditieren. Wo ist der? Wieso ist der da? Ich weiß es nicht. Wieso ist der da? Hat er sich auch wieder gemacht hier? Fuck, 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 fuck. Ich geh, Franconia, ich hau ab. Ich hau ab, zu dir komm anders mal, oder was? So bin ich schneller, Alter. Okay, hat jetzt nichts gebracht eigentlich. Im Gegenteil, wir haben es jetzt hier dunkel. Eieiei, okay, wir gehen doch jetzt noch mal nach oben hier. Und dann schauen wir mal noch. War das jetzt Silberbasilisk oder Schleimling? Ich konnte es jetzt nicht so gut lesen und erkennen. Ja, auf jeden Fall lassen wir mal, bevor wir hier doch noch sterben. Gehen mal wieder doch noch sicherheitshalber nach unten. Und der hat Feuer gespuckt. Das war einer, dem habe ich noch nicht so großartig zu tun gehabt. Ah, schön. Dieses Geräusch, ne, wie Geralt läuft, das erinnert mich irgendwie so sehr an Herr der Ringe, wenn die Kämpfe aus Mordor rausmarschieren. Nur nicht ganz so schnell. Da sind jetzt hier doch ein wenig schneller auf, zack, damit. So, tatsächlich, hier geht's nach oben. In der letzten Folge habe ich mich ja gewundert, warum wir da oben sind. Das ist mir gar nicht mal so aufgefallen gewesen.
So, jetzt sind wir da oben, denn ich möchte da oben. Ich wollte ja eigentlich da nach oben. Das mir ein wenig anschauen. Komme ich hier hoch? Nee, ne? Schellkraut. Ich komme doch hier weiter, oder nicht? Was passiert, wenn ich da reingehe? Nix. Okay. Ah, hier haben wir noch was. Grüngold. Ein Junge. Sixes, ja, aber ich habe eher an was Spektakuläreres gedacht, um ehrlich zu sein. Deswegen, ich muss jetzt hier halt auch aufpassen. Weil das hier doch sehr, sehr... Steil auch ist okay. Ich habe mich vertan, gebe ich zu. Hier ist wohl doch nichts mehr. Ui, das ging aber jetzt schnell hier. Ich muss jetzt echt aufpassen, dass ich hier nicht sterbe. Wo kam ich denn hier runter eigentlich? Bis auf ein paar Kräuter haben wir hier nichts großartig. Bin ich hier noch richtig? Die Frauen werden sich sorgen. Geil, jetzt habe ich mich sogar hier oben verlaufen, ey. Das war's, Alter. Nee, ich bin schon noch richtig. Ich bin total falsch gelaufen. Ey. Komm ich eigentlich hier nach oben? Das wäre natürlich cool, ne? Krass. Wieso komme ich hier hoch? Ich bin zu alt, um durch die Welt zu ziehen. Los geht's. Ui. Okay, Freunde, ich möchte hier eigentlich gleich hier runter. So, wir laufen jetzt einfach mal hier runter. Ui. Ah, jetzt sind wir doch wieder hier gepflegt. Ich möchte halt jetzt aber auch schon runterkommen, ohne dass ich hier gleich dem Tode ins Auge sehen muss. Hat doch geklappt, ne, Plätze? So, reiten wir weiter. Entschuldige. Für die ersten, ja, 14 Minuten. Ah, komm, wir probieren noch mal. Hier unser Glück. Individuelle Markierung. Nachteil, wir sind halt ein wenig überbelastet, ne? Frage ist jetzt, was haben die Jungs? Was ist das? Zeig mir, was du zu bieten hast. Ach, das war der Große, ne? Das
war der Werwolf, ne? Das war, glaube ich, dieser Werwolf, hat er gemeint. Wölfe. Verfluchte Wesen. Werwölfe, komm Jungs. Mondstaub, Teufel, verflucht und Igni. Alles klar. Verfluchte müsste das sein, oh jo. Teufelsbusquist und Mondstaub hat er gemeint. Ich glaube, wir haben es sogar schon. Nikatetschi, wo haben wir Mondstaub? Na, da haben wir es. So plötzlich, du wartest mal hier, ich möchte dann doch noch mal in die Zaubertränke gehen. So ein Werwolf-Absud, ne? Haben wir sowas? Da, Vergiftung. Bringt das was? Wir probieren es einfach mal, Freunde. Wir probieren es einfach mal. Wir probieren es, hat er gemeint. Oder das war doch dieser Werwolf. Oder? Ich bin Maximus Nonius Macrinus. Gespenstischer Ritter. Uiuiui, ein gespenstischer Ritter. Hä, waren wir da noch nicht? Ich dachte, der Werwolf, scheiße. Okay, Geisteröl, wo bist du hier, Geisteröl? Dann hilft dagegen auch noch die Meteoriumbombe und haben wir sowas wie Geisterabsuch. Basilisk, Gabelschwanz, Mittagserscheinung, Gruft, Wasser, Neckerkriege, Greifen, Wiffen, Katakan, Erlidna, Altgubis, Genius Helfer Absud, Erzgreifen Absud, Alter Waldschrat Absud. Wir haben keinen Geisterabsud, das ist schwach, ne? Nachterscheinung, ja, Erscheinungsabsud. Ja, und mal die Nachterscheinung. Hallen durch die Ewigkeiten! Das ist schön gesagt, Freunde. Nein! Maximus Arschbachelus hat er gemeint. So, ich warte mal bei dir, Freunde.
Gespenstischer Ritter hat er gemacht. Gespenstischer Ritter hat er gemacht. Wird die Rache sein, in diesem oder im nächsten Leben. Ja, bei dir wird es hier gleich gar nichts mehr sein, mein Freund. Denn für dich ist hier in diesem Spiel Feierabend, hat er gemacht. Ich bin Maximus Lonius Macrinus. Das hast du schön gesagt, mein Freund. Yes! Fuck, 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 fuck. Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank. Okay, was ging hier ab? Was ist das für ein geiles Schwere? Kann ich das haben? Wieso kann ich das nicht looten? Wo sind wir hier genau, Freunde? Stufe 47. Hat ganz gut geklappt. Gott sei Dank war das nur einer. Aber der hat auch ordentlich Schaden gemacht. Hier ist abgeschlossen, okay. Dann gehen wir mal hier nach hinten. Scheint aber auch nichts großartig zu sein. Was ist hier passiert? Warum ist der Geist hier gewesen? Und warum ist hier alles abgeschlossen? Wenigstens hier können wir wegen was looten. Sehr schön. Ah, da haben wir doch was Hübsches. So, Notizen eines Wandergilde-Mitglieds aus Philiberts Hanse. Sehr nice. Wir lesen es mal durch. Mein Beruf hat mir immer Freude gemacht. Das Töten ist mir so natürlich wie das Nachschnauben. Man hat mich zum Ritter geschlagen und das Brigadentum ist eigentlich ganz ähnlich. Erst Blut und Schwerter, dann Wein und Huren zur Entspannung. Aber seit dieser grässlichen Nacht ist alles anders. Mein Schlaf ist voller Albträume, in denen ich Ereignisse immer und immer wieder durchlebe. Wir hatten das Anwesen im Sturm erobert, im Sturm genommen und Maximus Maricus in seinem Nachthemd aus dem Bett gezerrt. Doch zuerst mussten wir uns um seine Familie kümmern, so lauteten die Befehle. Aber es ist eine Sache, einen alten Fettsack mit weinfleckigem Bart zu pfählen und eine ganz andere, einen kleinen Rotzlöffel aufzuknüpfen. Er hat gekreischt wie ein Mädchen, als die Jungs ihm die Schlinge um den Hals gelegt haben. Macrinus hat versucht, uns zu kaufen. Er hat mir sogar eben als Kerzenleuchter getarnten Hebel gezeigt, mit dem man einen Zugang zu seinem Familienschatz öffnen kann. Aber Philiberts Befehle waren eindeutig. Dann war Maximus' Frau dran. Die Jungs haben sie lange mit ihr vergnügt und Maximus zusehen lassen. Zu lange. Ich kannte den Hurensohn nicht und weiß nicht, was er getan hat, um Philibert dazu zu bringen, so mit seiner Familie umzuspringen. Aber mir war es zu viel. Wir befassten uns erst mit Macrinus, entschuldige, als schon seine ganze Familie baumelte. Wir stachen ihn mit glühenden Eisen, schnitten ihm die Ohren ab und schlitzten ihm den Bauch auf. Und während dieser Grässlichkeiten schrie er kein einziges Mal. Er stöhnte nur verhalten, als es Zeit für ihn war, in eine Pfütze seinen eigenen Exkrementen zu sterben, unter dem Baum, an dem schon Frau und Sohn hingen. Da sah er mir in die Augen und flüsterte, mein ist die Rache, in diesem oder im nächsten Leben. Das waren seine letzten Worte. Und urplötzlich zogen schwarze Wolken auf, ein Sturm erhob sich. Ich gab den Befehl zum Aufbruch. Ich weiß noch genau, wie Philibert grinste, als ich ihm Bericht erstattete. Wie ein Honigkuchenpferd. Er tadelte mich nicht einmal, dass ich das Anwesen nicht hatte plündern lassen. Es war eindeutig, dass es ihm nur um eines gegangen war. Um Macrinus Tod. Doch die Kunde vom Schatz, den wir auf Castel Dacia zurückgelassen hatten, verbreitete sich wie ein Lauffeuer in Monte Crane. Und es bereiten sich schon ein paar Jungs unserer Hanse darauf vor, noch einmal hinzugehen und nachzusehen. Ich werde mitgehen. Ich werde die Überreste der Leute begraben. Vielleicht finden ihre Geister dann Ruhe. Vielleicht kann ich wenigstens einen Teil meiner Schuld damit tilgen. Vielleicht kann ich dann wieder ruhig schlafen. Oh nein. Yeah! Philibert begleicht immer seine Schuld, hat er gemacht. Was ist das für eine Quest, beziehungsweise welche
Stufe 48 hat er gemeint. 48 hat er gemeint. 48 hat er gemeint. Luther Turnierrüstung. Aber ein hübsches Fleckchen Erde, ne? Okay, wir gehen aber trotzdem hier weiter. Plötzlich, ne? Ich muss mir was überlegen. Vermutlich werde ich jetzt auch... Wo ist Plötzlich? Da! Warte, warte, warte! Ich komm! Nein! Genau, komm von der anderen Seite, Blitze. Ich gehe da lieber durchs Tor. Nehme aber das noch mit zur Feier des Tages. So, liebe Blitze. Gut. Händler brauche ich, ne? Oder wir könnten... Alter, ich muss doch, ich brauche doch irgendwas. Ich möchte doch irgendwas verkaufen, hat er gemeint. Hey! Deswegen. Oha! Wir gehen jetzt als letztes, als letztes, ja. Als nächstes hin, hat er gemeint. Kohle, ich brauche. Kohle brauche ich eigentlich in dem Sinne nicht so ordentlich. Wir gehen erstmal hier hin. Eben weil wir hier was verkaufen können noch in der Folge. Eieiei, war wieder wegen zäh irgendwie, ne? Ist halt so, wenn du total überbelastet bist. Aber wir gucken mal, was geht, Freunde. Wir gucken mal, was geht. So, wo sind die Metzger? Ich glaube, wir sind schon richtig, ne, wenn wir hier entlang laufen. Ach, hier schön Frühlingsmorgen ist hier schon schön, ne? Ui. Meine Spinne schon voll. Ja, ja, Kikeriki, Kikeriki. So, Philibert, alte Hüden. Der Philibert soll schon. Erstmal hier die Jungs besuchen. So, Jungs. Juwelenbesetzte Pluderhosen, der letzte Schrei. Mahlzeit. Ich hoffe, der hat noch Geld, ne? Was gibt's? Hör auf, ich könnte arschlaufen. Würdest du mir deine Waren zeigen? So, bitte lass du noch... Ach, 36, ey, fuck. Plus 5... Plus 10. Die Tresorrüstung können wir eigentlich behalten, ne? Wir haben die ja hier schon, Tresorrüstung. Dann hätten wir theoretisch hier die Stiefel. Komm, weißt du was? Haben wir noch... Das sind die Handschuhe, ne? Sehr schön. Dann hatte ich doch jetzt wieder Kohle. Was ist das für eine Tresorhose? Ritterhose? Tresor? Tier-Tresorhose? 5000! Ist das nicht das schon? Tresor Ritterhose. Gibt's die nicht billiger?
Tresorhose, Tresorritterhose. So, stiefelmäßig haben wir ja. Wir haben hier Mahakama-Hose plus 6, okay. Plus 4, dann fällt die schon mal weg. Plus 4. Plus 4, was haben wir da? Zur Sorrider-Turnierhose, dann haben wir hier. So, Mahakama-Hose. Haben wir hier plus 5, plus 10. Dann haben wir mal die auf jeden Fall weg. Tresor Ritterrüstung. Plus 5. Ja, und hauen wir mal die weg. Dann haben wir ja die noch. Ja, der ganze Mist hier, Beklärstahlschwere, dieser ganze Rotz, Alter. Tresor Stahlschwert plus 8, dann aber das weg. Dass da wenig Schwung wieder reinkommt hier in die Bude. Klärstahlschwert, was haben wir hier? Armbrust, ey, weg damit. Plus 10, da können wir doch was verkaufen, ne? So, 15.000, ja, dann komm, dann hauen wir noch die Hose. Jo, haben wir noch 5.000, hat er gemeint. Können wir hier 3 verkaufen? Logger, hier für 2. Da an. Da ebenfalls einen. Da verkaufen wir mal 2. Verkaufen wir hier 2. Verkaufen wir hier schmackhafte 2. Kaufen wir hier einen. Ui, 5. Hier kommt der, verkaufen wir mal 2. Jo, sehr cool. Dann würde ich doch gerne so eine Rüstung. Siehst du, so einen Mist können wir weghauen, ja. Was ist das doch hier? Notizen, Vandalmitglied von Willibert. Ja. Wird zum Abschließen einer Quest gebraucht. Kennst dich aus. Wieso kann ich die Kerze nicht verkaufen? Ein Goldring. Den Becher und den Schmuck möchte ich dann doch noch zu mir hin. Hier können wir doch. Gekritzeltes Tagebuch, hat er gemeint. Sehr schön, ne? 201. Wieso haben wir jetzt 201 wieder? Wieso sind wir jetzt wieder über 200 Kilo, ey? Komm, da verkaufen wir 19, hat er gemeint. Da verkaufen wir A19. Ui, da verkaufen wir 15, Alter, geil. Na, einen können wir noch, einen haben wir noch, hat er gemeint. 59. So, jo, dann hast du das doch gut erledigt.
Haben wir bitte ein wenig Kohle. Vielen Dank, mein Freund. Bis dann. Einmalige Schnäppchen. So. Vorzugsfinanzierung von Gianfanelli bei jedem Rüstungskauf. Die Wache lässt uns friedlich schlafen. Übeltäter wird sich strafen. Jo, so nicht anders. So, liebe Freunde, dann hätte ich gesagt, machen wir hier nochmal geschwind eine kleine Reise und zwar zu unserem Anwesen. Im schönen alten, ehrwürdigen Corvo Bianco. Boah, 35 Minuten, hier ist das nah. Liebe Freunde, wir machen hier eine Cut. Dann werden wir in der nächsten Folge unsere Rüstung, die wir hier haben, die möchte ich da aufstellen, ja. Dass er wegen hübscher ist. Und ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Bis morgen, euer Franconia. Servusle.